Meine Damen und Herren, hier ist Caroline Schreiber. Nochmal einen schönen guten Abend in Hof in der Freiheitshalle. In Hof, wo wir schon so oft waren, liebe Zuschauer, und wo die Musik immer besonders schön klingt. Und heute sind wir hier, um einen neuen Grand Prix der Volksmusik mitzuerleben. Live, springlebendig. Es ist der 17. Herzlich willkommen. Vorentscheidung werden wir Ihnen wieder 15 nagelneue Lieder vorstellen, von denen 4 von Ihnen per Chat am Schluss der Sendung gewählt werden, um uns dann am 7. September in Meran zu vertreten. Die gehen also für Deutschland an den Start, und zwar um sie zu erringen, diese Trophäe vom internationalen Grand Prix der Volksmusik in einem Wettbewerb zwischen der Schweiz, Österreich, Deutschland und Südtirol. Ja. Meran in Südtirol, das ist nicht nur Italien, das ist der Süden mit seiner farbenfrohen, mit seiner wirklich sonnigen Welt. Und davon haben wir heute so ein bisschen in unsere Freiheitshalle gezaubert, einfach importiert. Und nach unserem Wettbewerb, also wenn der TED arbeitet, da gibt es dann populäre italienische Musik von Anna Maria Kaufmann, von den jungen Tenören, von Alessandro Mara. Ja, also der Süden hält Hof in Hof. Mit einer Piazza, mit einem romantischen Springbrunnen, typischem Straßencafé, einfach Lebensfreude pur, deutsche Farniente, süßes Nichtstun ist das. Aber das können wir uns natürlich jetzt nicht erlauben. Wir wollen uns ganz der Musik hingeben. Und was sehe ich da? Ein Straßenmaler schon in voller Aktion. Also die Kunst hat niemals frei, auch nicht im Süden. Aber was malen Sie da? Die Mona Lisa, die unsterbliche Schöne. Nicht einmal das flapsigste Mannsbild würde Mona Lisa als eine Biene bezeichnen. Und auf einem Motorrad saß sie auch nie. Aber die Schönen von heute, also unsere Startnummer 1. Ich fahre mit meiner Biene. Und hier ist das Grammophonorchester. Ich fahre mit meiner Biene am Wochenende ins Grüne. Geht es hinaus zur Stadt? Ich sitz auf der Maschine und wart auf eine Düne. Dann gibt mein Sozius mir einen Kuss. Es muss ja nicht ne superschwere Harley sein. Auf jeden Fall muss es mein süßer Charlie sein. Wir brauchen keine Schiene und keine Limousine. Wir fahren im Sonnenschein ins Glück hinein. Nach der Arbeit klapp ich den Schreibtisch zu. Computer und das Telefon, die geben endlich Ruhe. Ich saus in die Garage und hol meine Montage. Und dann ruft mich mein Baby an, wenn es denn losgehen kann. Ich fahr mit meiner Biene am Wochenende ins Grüne. Mit unserem Motorrad geht es hinaus zur Stadt. Ich sitz auf der Maschine und wart auf eine Düne. Dann gibt mein Sozius mir einen Kuss. Es muss ja nicht ne superschwere Harley sein. Auf jeden Fall muss es mein süßer Charlie sein. Wir brauchen keine Schiene und keine Limousine. Wir fahren im Sonnenschein ins Glück hinein. Thank you.
nicht mit superschweren Harley sein. Auf jeden Fall muss es der süße Charlie sein. Wir brauchen keine Schiene und keine Limousine. Wir fahren im Sonnenschein ins Glück hinein. Wir fahren im Sonnenschein ins Glück hinein. Im grauen Sonnenschein ins Glück hinein. Das Lied, das befasst sich mit... Oh, mio, du meine Sonne. Wunderbar. Ein echter Troubadour. Ein bisschen knödeln tut er schon. No, Signor, das ist nichts Gnocchi, nichts Knödel. Dimmi quando bacio, das ist Knödel. Ich singe so. So schön ist Volksmusik. Signorina, hier vor Ihnen steht der größte Tenore der Welt. Ja, aber trotzdem, Sie dürfen hier nicht auftreten, weil Sie sind kein Wettbewerbsteilnehmer. Aber ich bin total gut. Du meine Sonne. Nein. Nein, nein, Sie haben sich leider nicht qualifiziert für unseren Grand Prix, der übrigens wieder veranstaltet wird von der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung musikalischer Unterhaltungskultur unter der Leitung von Gundula Walter. Prego, ma bella signorina bellezza, darf ich trotzdem singen? Ich könnte Ihnen machen für Dankeschön eine Pizza, hä? Oh, das ist gut. Das ist interessant, denn wie wir gleich erfahren werden, Backwerk kann sogar Wünsche erfüllen, mehr als wir glauben. Ich back mir selber einen Mann, unsere Startnummer 2 mit Carina Kim. Die besten Männer sind doch alle schon vergeben. Sind sie noch schön, hat man sie nie für sich allein. Noch bleibt im Angebot im voll daneben. Ein Macho kommt mir nicht ins Haus, ein Weichei, das halte ich nicht aus. Darum treffe ich heute einfach den Entschluss. Ich back mir selber einen Mann, der auch Kinder kriegen kann. Wer kocht ihm wohl Bocuse, mal scharf, pikant, mal süß, von dem ich ohne Reue täglich naschen kann. Mit Charme und stell ich ihn mir vor. Ich back mir selber einen Mann, mit dem ich Pferde stehlen kann. Nach einem Spezialrezept, weil 0815 mir nicht schmeckt. Mehr als eine Prise Treue, die gebe ich noch dazu. Ich fang gleich damit an, ich back mir einen Mann. Der süße Pierre aus der Boutique wird mir gefallen. Doch schaut er lieber schönen Männern hinterher. Und auch Giovanni aus der Eisbar wär'n Knaller. Doch der ist völlig ausgebucht, weil er das Abenteuer sucht. Nein, mit einer Frau kommt er doch niemals aus. Ich back mir selber einen Mann, der auch Kinder kriegen kann. Wer kocht wie Paul Bocuse, mal scharf, pikant, mal süß. Von dem ich ohne Reue täglich naschen kann. Ich fang gleich damit an, ich back mir einen Mann. Ein bisschen hiervon und davon und ganz viel Gefühl. Es ist ganz einfach, ganz logisch. Ich weiß doch, was ich will. Sie weiß doch, was sie will. Ich back mir selber. Mann.
Was für ein Abend. Na, die Musik, die man so gehört hat, noch im Ohr und voller Vorfreude auf die Klänge und Interpreten, die jetzt noch auf uns zukommen. Ja, unter den leuchtenden Sternen des Südens und vielleicht mit neuen Sternen der Volksmusik, die sich ja bald auch genauso erstrahlen werden. Und so manchmal ist ja schon aus einer kleinen Kerze ein ganz großes Licht geworden. Schade, dass Sie nicht sehen können, wie schön sich diese Kerze in Ihren Augen spiegelt. Na, jetzt hören Sie aber auf. Ja. Na, also wissen Sie, in meinen Augen, ja. Da dürfen sich heute nur unsere Interpreten spiegeln. Und zwar total romantisch. Unsere Startnummer 3, Katrin und Peter. Keine Angst, ich halte dich fest, wenn du vertrauensvoll dich fallen lässt. Ich hab dich lieb, ja, ich hab dich lieb. Ja, ja, unsere Sensationspresse natürlich wieder mit pikanten Neuigkeiten, oder? Voll von Wahrheit, gnädige Frau. Aha, wen und was wollen Sie denn jetzt wieder sozusagen enthüllen, junger Mann? Ja, die Wahrheit, jedenfalls heute. Deshalb ist es ja auch ein Extrablatt, lesen Sie doch. Die Wahrheit über die Volksmusik. Ja, dass sie weltweit mehr Fans hat als jede andere Musikrichtung. Das ist statistisch bewiesen, nicht nur in Deutschland. In allen 5 Erdteilen sind Reggae, Spirituals und Country immer noch in. Und das heute in unseren digitalen Zeiten, ne? Ja, das muss man sich schon mal vor Augen führen. Ja. Aber wenn Sie Näheres erfahren wollen darüber, dann surfen Sie doch einfach zu zdf.de. Und unsere nächsten Interpreten mit der Startnummer 4, die haben auch was mit dem Internet am Hut. Du fehlst mir so. Und hier ist die Alpin AG. Musik.
überhaupt nicht auf. Ich warte bloß und weiß nicht worauf. Du bist ja weg, hast gesagt, du gehst, weil du mich oft einfach nicht verstehst. Hab mir gedacht, ist doch kein Problem. Ich schaff's allein, hey, du wirst schon sehen. Ich lieb dich, na wenn schon. Irgendwie wird es schon weitergehen. Doch so eine Nacht allein kann wie ein Messer sein. Die bohrt sich in die Seele rein. Ich seh das jetzt ein. Fühlst mir so wie noch nie in meinem Leben. Fühl mich ganz und total allein. Fühlst mir so irgendwie, steh ich einfach voll daneben. Mach mich krank, ohne dich zu sein. Das mit uns, das war so zärtlich, war so ehrlich und so echt. Und ich weiß, dass ich dich liebe, denn das Herz hat immer recht. Und irgendwo hier in dieser Nacht, da liegst auch du ganz bestimmt noch wach. Vielleicht tut's dir jetzt ja auch schon leid, sind's dich wie ich nach unserer Zärtlichkeit. Fühlst du das nicht auch, wie du mir fehlst, wie sehr ich dich brauch. Ich lieb dich und weiß jetzt, ich hab ne ganze Menge falsch gemacht. Gib uns ne zweite Chance, sag, dass du wiederkommst. Sag mir, dass alles zwischen uns, es war nicht umsonst. Fühlst mir so wie noch nie in meinem Leben. Und ich weiß, dass ich dich liebe, denn das Herz hat immer recht. Das mit uns, das war so zärtlich, war so ehrlich und so echt. Und ich weiß, dass ich dich liebe, denn das Herz hat immer recht. Wir kennen das. Um dorthin zurückzukehren, wo wir gerne wären, da werfen wir eine Münze in den Brunnen. Sie wissen doch, Fontana di Trevi in Rom. Ein schöner, sentimentaler Brauch, angeblich auch sehr wirksam. Vielleicht machen das ja unsere Interpreten, um mal wieder nach Hof zurückzukommen. Also ich mache das, denn ich bin gerne im Hof. Und vielleicht... In Hof, es ist einfach schön und ich glaube, dass das auch unser nächster Künstler so sieht und er wird das auch tun. Vielleicht wirft er sogar eine Silbermünze in den Brunnen, um wieder dorthin zu kommen, wo die Madeln vom Land sind, die so gut küssen können. Hier ist nämlich unsere Startnummer 5, Florian Silbereisen. Ja, die Madeln vom Land, die küssen viel besser als die Madeln aus der Stadt. Die Madeln aus der Stadt. Ja, die Madeln vom Land sind lieber und netter. Und da war's noch, was man hat. Da war's noch, was man hat. Ja, die Madeln vom Land sind echter und freier. Sind so frei wie die Natur. So frei wie die Natur. Und wenn eines sagt, sie liebt dich, ja, dann ist das Liebe pur. Weil's manchmal nur ein bisschen Schichten sind, drum fangen sie mit der Liebe langsam an. Aber dann machen's dich so glücklich wie noch nie und reservieren einen Platz im Herz für die. Aber wie, sie sind noch nicht verdorben, sondern echt. Doch manchmal ist ja Unschuld gar nicht schlecht.
Ja, die Maden vom Land, die küssen viel besser als die Maden aus der Stadt. Die Maden aus der Stadt. Ja, die Maden vom Land sind lieber und netter und da weiß man, was man hat. Da weiß man, was man hat. Ja, die Maden vom Land sind echter und freier, sind so frei wie die Natur. So frei wie die Natur. Und wenn eine sagt, sie liebt dich, ja, dann ist das Liebe pur. Denn wenn die eine richtig leiden kann, dann kannst dir sicher sein, die Nacht wird lang. Aber dann gibt ihr Bestes ganz allein für die. Sie braucht kein Make-up, sie hat Fantasie. Aber wie, und sie denkt nicht an Sünde, wenn's dich küsst, weil sie ja gar nicht weiß, was Sünde ist. Ja, die Maden vom Land, die küssen viel besser als die Maden aus der Stadt. Die Maden aus der Stadt. Ja, die Maden vom Land sind lieber und netter und da weiß man, was man hat. Da weiß man, was man hat. Ja, die Maden vom Land sind echter und freier, sind so frei wie die Natur. So frei wie die Natur. Und wenn eine sagt, sie liebt dich, ja, dann ist das Liebe pur. Ja, ja, die Maden vom Land. Deutsche Vorentscheidung ohne unsere wunderbaren Musiker, die uns auch durch diesen Abend begleiten. Ich darf sie Ihnen vorstellen, Otti Bauer und sein Orchester. Signorina, darf ich jetzt singen mit Orchester? Also wirklich, es ist inzwischen schon unsere Grand Prix Band schlechthin, diese. Ja. Hat der Power, Bauer, der Bauer? Also worauf Sie sich verlassen ja, ja. können. Otti, hören zu, hör zu. Ja, nichts, Knödel, lass mich singen, Kollege. Oh, apropos Kollege, das ist eine gute Sache. Kollege von Otti, da denke ich an Luciano Pavarotti, Helmut Lotti, Eros Ramazzotti. Aber sag mal, hier geht's ja zu wie in einem Salon im Wilden Westen. Also von einer Schule im Wilden Westen, da träumt jetzt unsere Startnummer 6. Nämlich Jenny und die Ketchup-Cowboys. Kinder müssen immer so viel lernen. Das geht mir gewaltig auf den Keks. Hör mal, wenn wir alle Cowboys wären. Ja, dann wüsste ich was besser. Jeden Tag, nix für uns, Matheprobe nicht zu knapp.
Seit ein paar Tagen in Hof, liebe Zuschauer, trifft man hier auf die schneidigsten Blaskapellen. Nein, nicht hier in der Freiheitshalle, sondern draußen auf den Straßen. Und ich habe selber gesehen, viel Volksmusik, Nachwuchs vom Kleinsten und Feinsten. Und der Musiker, der jetzt zu uns kommt, der betrat die Bühne des Grand Prix vor einigen Jahren als Kind. Aus dem Kind ist ein junger Mann geworden, die Trompete ist aber geblieben. Angeli delle Montagna, ja, die Engel der Berge. Und hier ist unsere Startnummer 7, freuen wir uns auf Stefan Ross. Wie wär's mit einem Herz, das fliegen kann auf den Flügeln bunter Träume in die Höhen des Grand Prix der Volksmusik, ja, von dem ja alle unsere Interpreten träumen und vor allem, dass ihnen die Herzen des Publikums entgegenfliegen. Also lassen wir sie fliegen in himmlische Höhen, all die Ballons. Ja, danke. Das Herz behalte ich gerne. Denn jetzt schauen wir mal, was passiert. Wenn jemand einfach nur sagt, nimm mein Herz, behalt mein Herz, es geht um mein Herz und die Startnummer 8, die katapultiert uns jetzt in ein Tollhaus. Das ist mir noch nie passiert, mein Herz, das ist bei dir, ganz leicht entzündlich. Ich schau zu, wie du dich bewegst, wenn du ein Bier vorübertrickst, das macht mich schwindlig. Alles, was sie haben, mir das reagiert halt auf ihn. Ganz, ganz empfindlich. In deinen Augen steht geschrieben, du lässt dich in mich verlieben und das Mädels endet nie in Marie. Eins, zwei, drei, bring mir noch dein Herz vorbei. Eins, zwei, drei.
Herz bei mir. Ich sehe dich vorübergehen und ich kann dich lächeln sehen. Mei, das macht mich glücklich. Du gefällst mir, wirst du wie, wenn du willst, dann heirat mich. Jetzt und augenblicklich. Und dein Busen wie der Wind, wenn du an mir vorüberschwingst. Maria, eine Kraft, die schwarzen Ecke. Das Bier, das schmeckt so lecker, glaub mir, heute oder nie, Marie. Eins, zwei, drei, bring mein Herz vorbei. Eins, zwei, drei, ich kann spüren, es ist noch frei. Eins, zwei, drei, ruck ein bisschen her zu mir. Was ist denn schon dabei, Marie? Eins, zwei, drei, mein, es wäre eine lange Nacht. Eins, zwei, drei, da ist so ein Gefühl erwacht, ich schau dich bloß um und krieg nicht nur von dir. Gelass dein Herz bei mir. Eins, zwei, drei, bring mir noch dein Herz vorbei. Eins, zwei, drei, ich kann spüren, es ist noch frei. Eins, zwei, drei, ruck ein bisschen her zu mir. Was ist denn schon dabei, Marie? Eins, zwei, drei, mein, es wäre eine lange Nacht. Da ist so ein Gefühl erwacht. Ich schau dich bloß und krieg dich nur von mir. Gelass dein Herz, gelass dein Herz, gelass dein Herz bei Und so wandeln wir über eine südliche Piazza von einer Melodie zur anderen und hören Lieder, die in uns Bilder entstehen lassen und die mit viel Liebe aufs Pflaster gemalt sind. Ja, um dann von irgendeinem Wolkenbruch schlichtweg in den Rinnstein gespült zu werden. Aber die Mona Lisa, die spült keinen Regen weg. Und so langsam nimmt sie ja Gestalt an. Was wird das wohl werden? Na, lassen wir uns überraschen, ne? Leonardo da Vinci, was das wohl wird. Jetzt wollen wir nicht da weiter grübeln. Wir leben ja nach dem Motto, die Zeit heilt alle Wunden. Und damit sind wir bei unserer Startnummer 9 und bei Sibylle. Nicht gehen. Klar, ich weiß doch, was geschehen ist, ist geschehen. Bitte bleib doch, gibt's denn keinen Weg zurück? Gibt es keinen neuen Morgen, keine Chance für unser Glück? Nimm meine Hand, lass mich nicht allein. Liebe heißt, auch Fehler zu verzeihen. Zeit heilt alle Wunden, gib uns Zeit. Trocknet tausend heiße Tränen, webt aus Licht ein Sonnenkleid. Eines Tages wird der Wind sich wieder drehen. Denn die Zeit heilt alle Wunden, du wirst sehen. Bleib doch, bitte geh nicht fort. Meine Tränen sagen mehr als jedes Wort. Komm, verzeih mir, ich hab dir sehr weh getan. Bitte bleib doch noch ein wenig, morgen ist ein neuer Tag. Wenn du jetzt gehst, wird mein Herz erfrieren. Lass uns unsere Träume nicht verlieren. Zeit. Trocknet tausend heiße Tränen,
nicht ein Sonnenkleid. Eines Tages wird der Wind sich wieder drehen. Denn die Zeit heilt alle Wunden, du wirst sehen. Wieder drehen, denn die Zeit heilt alle Wunden, du wirst sehen. Denn die Zeit heilt alle Wunden, du wirst sehen. Es ist schon gemütlich, unser kleines Straßencafé, so eine Insel der Ruhe. Und wenn man dann so einen Drink nimmt vor dem nächsten Lied, das ist doch... Die nächste Canzone, hier bin ich, il Trovatore. Oh, Sole mio. Er lässt nicht locker. Sie sind nicht im Wettbewerb, aber wirklich Bella, nicht. Signorine, ich habe mitgebracht meine Orchester, hören Sie. Oh, Dolce Carolina. Mit ihrem Gesang verderben sie mir die ganzen Gäste. Oh, Sole mio. Da haben sich aber jetzt zwei gefunden. Na, schau, ihr drei, wie dem auch so sei. Vergiss mein Herz nicht, wenn du gehst. Und damit sind wir bei unserer Startnummer 10, Peter Sebastian. Was ist nur geschehen? Wie soll ich's erklären? Fehlen mir doch wieder mal die Worte. Wo ist das Gefühl, das unendlich schien, das ich auch von deinen Lippen hörte? Sag mir, ist die Zeit kein Freund der Ewigkeit? Hör mir zu, was ich dir sagen will. Vergiss mein Herz nicht, wenn du gehst, denn es zerfällt in tausend Scherben. Denn wenn die große Liebe geht, ist das irgendwie ein bisschen so wie sterben. Vergiss mein Herz nicht, wenn du gehst. Es sollte doch nur dir gehören. Ich hab's geschworen vor langer Zeit, hin zur Ewigkeit, da geh ich nur mit dir. Eiskalt wie der Wind, hätte nie gedacht, dass ich in viel Liebe mal friere. Und ich gebe zu, dass ich traurig bin, weil ich unsere Träume heute verliere. Glaubst du, dass die Zeit auch meine Wunden heilt? Ist das denn der Preis für viel Gefühl? Vergiss mein Herz nicht, wenn du gehst, denn es zerfällt in tausend Scherben. Denn wenn die große Liebe geht, ist das irgendwie ein bisschen so wie sterben. Vergiss mein Herz nicht, wenn du gehst. Es sollte doch nur dir gehören. Ich hab's geschworen vor langer Zeit, hin zur Ewigkeit, da geh ich nur mit dir. Zwei
Drittel unseres Wettbewerbs sind jetzt schon wieder vorbei. Die Zeit vergeht einfach so schnell. Aber die Melodien sind ja auch wirklich schön. Hm? So schön wie meine Blumen, nicht? Ja, das kann man wirklich sagen. Hm? Dann nehmen Sie doch meinen Strauß. Diesen Riesenstrauß? Naja, bitte, aber der ist dann für unsere vier Gewinner am Ende der Sende. Denen darf ich das überreichen, ne? Nee, das ist einer für einen. Ich habe vier. Oh, Sackelzement. Oh, ist der schwer. Dankeschön, das ist aber ein schwerer Blumenstrauß. Mhm. Jetzt geht es mir fast so wie unserer Startnummer 11. Die haben nämlich auch ein Sackelzement zu lupfen. Hier ist die Münchner Zwietracht. Steuern für meinen Hund und für meine Frau, für die Kuh und die Stückergrund drunten in der Au. Ich zahl Steuern auf Bier und Schnaps, Kirchensteuer auch. Ich zahl, wenn ich Auto fahr und wenn ich eine rauch. Ich zahl wirklich für jeden Mist, den ich gar nicht brauch. Was soll denn das? Mich macht die Steuer ganz nervös. Sackelt sie mit, bevor ich check, da ist mein Geld schon weg. Sackelt sie mit, was ist da los? Sackelt sie mit, was mach ich bloß? Ich glaub, ich dreh, weiß mir so graus. Aus dem Finanzamt aus. Aus dem Finanzamt aus. Ich zahl Steuern, wenn ich was erb. Wenn ich was kauf, bei der Geburt und wenn ich sterb, das hört niemals auf. Ich zahl, wenn ich Geld verdien und wenn ich eins leih. Ja, bei allem, was ich mach, ist der Staat dabei. Aber das mach ich nimmer mit, morgen bin ich frei. Sag jetzt ihm mit, was soll ich denn bis? Mach die Steuer ganz nervös. Sackelt sie mit, bevor ich check, da ist mein Geld schon weg. Sackelt sie mit, was ist da los? Sackelt sie mit, was mach ich bloß? Ich glaub, ich dreh, weiß mir so graus. Aus dem Finanzamt aus. Aus dem Finanzamt aus. Weil mir die Steuer zu teuer ist, weißt du nicht, Steuer für Freier bist. Drum folgt mir auch die Wahl nicht schwer. Ich dreh aus und ich zahl nicht mehr. Sackelt sie mit, was soll denn das? Mich macht die Steuer ganz nervös. Sackelt sie mit, bevor ich's check, da ist mein Geld schon weg. Sackelt sie mit, was ist da los? Sackelt sie mit, was mach ich bloß? Ich glaub, ich dreh, weiß mir so graus. Aus dem Finanzamt aus, hey, ich dreht einfach aus. So schnell geht es mit den neuesten Nachrichten. Es ist ja schon ein bisschen verwunderlich, ne? Über was wundern Sie sich denn, gnädige Frau? Naja, was vorhin noch eine pure Wahrheit war, ist jetzt plötzlich eine Schiebung. Also das ist schon sehr interessant. Nur eine schlechte Wahrheit ist eine gute Wahrheit. Damit müssen wir ja eigentlich wohl oder übel leben, ne? Aber, liebe Zuschauer, eine wirklich gute Nachricht ist die, dass sich immerhin 467 Lieder bei unserer deutschen Vorentscheidung beworben haben. Komponiert und getextet mit viel Liebe. Wenn Liebe diese Welt regiert, dann wäre alles viel besser. Dann wäre alles so klar wie bei unserer Startnummer 12. Hier sind Angelina und Andy Wolf. Liebe ist nicht nur ein Wort, sie ist der Grund für jedes Glück. Immer wenn man sie verschenkt, kommt sie tausendfach zurück. Sie macht uns weich und stark zugleich, schenkt uns Geborgenheit.
öffnet selbst sein kaltes Herz und weckt in uns die Menschlichkeit. Die ganze Welt erscheint uns verzaubert und schön. Wenn wir sie nur mit den Augen der Liebe ansehen. Wenn Liebe diese Welt regiert, wird immer Frieden sein. Menschen, Tiere und Natur, sie sind unsere Liebe wert. Da gibt es keinen Unterschied, das Leben wäre unbeschwert. Können wir den Weg der wahren Liebe gehen? Das ist aber wirklich eine wahnsinnige Auswahl. Sie haben eine Riesenmenge von verschiedenen Sorten. Sì, sì, per favore, signora. Con molto gusto, schöne Dame. Ja, mal sehen. Also da gibt es Schokolade, Vanille, Mocha, Stracciatella. No. Da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Wasser? Man, no, Wasser. Meine Gelati ist gemacht mit der beste Alpenmilch. Aha. Na gut, also... Für welches soll ich mich jetzt entscheiden? Meine Güte, ich behüte Ihre Tüte. Schön und rund, ohne Grund ist noch leer. Was soll her? Bitte, nicht singen, bitte. Sie nix so mögen die Musiker? Aber doch, Sie doch, werden mögen meine Gelati. Meine Name in die Welt von die Eisverkäuferin hat einen Klang wie in die Musiker di Stradivari. Also so viele Meistergeigen, grazie, die von dem im Umlauf sind, müsste der ja 300 Jahre gelebt haben. Ne? Nimm dir ab und zu ein bisschen Zeit. Wer diesen Ratschlag befolgt, na, der kann nur sagen, es lohnt sich. Und wir freuen uns jetzt auf die Startnummer 13. Und hier ist er, Wolfgang Herrmann. Sich an den kleinen Dingen zu freuen, heißt mit dem Möglichen zufrieden sein. Denn wer nur die großen Träume träumt, wird sich selbst verlieren. Wo tausend Dinge wichtig sind, wo nur das große Los gewinnt, dort ist die Sehnsucht nicht mehr stark genug, das Leben selbst Betrug. Wer nicht das Glück der kleinen Dinge spürt und wer bei den Wünschen jedes Maß verwirrt, der wird am Ende sehen,
dass sie nicht in Erfüllung gehen. Nimm dir ab und zu ein bisschen Zeit, flieg nicht zu hoch hinauf und nicht zu weit. Glück ist ein geschenkter Augenblick, verlorene Träume kommen nie zurück. Einander lieben heißt halt auch verzeihen, in einer Welt von Lügen ehrlich sein, bei allem Stolz auch zu den Fehlern stehen. Das Leben mit dem Herzen sehen. Vor unserem Herrgott sind wir alle noch gleich, und Reichtum der macht dich noch lange nicht reich. Auch wenn dir auf Erden einmal alles gehört, im Himmel ist's nichts wert. Wer nicht das Glück der kleinen Dinge spürt, wer bei den Wünschen jedes Maß verliert, der wird am Ende sehen, dass sie nicht in Erfüllung gehen. Nimm dir ab und zu ein bisschen Zeit, flieg nicht zu hoch hinauf und nicht zu weit. Glück ist ein geschenkter Augenblick, verlorene Träume kommen nie zurück. Einander lieben heißt halt auch verzeihen, in einer Welt von Lügen ehrlich sein, bei allem Stolz auch zu den Fehlern stehen und das Leben mit dem Herzen sehen. Bei allem Stolz auch zu den Fehlern stehen und das Leben mit dem Herzen sehen. Bevor wir nun zu unserer Startnummer 14 kommen. Das bin ich! Nein, das sind Sie nicht. Und Sie sind auch nicht in unserem Wettbewerb. Also unsere Startnummer 14. Das bin ich, ja? Oh, Sole mio, du meine Sonne. Nein. Ihre Sonne leuchtet ganz woanders. Ah. Vielleicht im 18. Grand Prix. Muss ich dann mehr Power bringen als Otti Bauer? Glaube ich nicht. Hör zu. Ich denke, das reicht, hä? Nee, das reicht mir nicht, das reicht auch nicht im Grand Prix der Volksmusik. Aber wenn Sie im nächsten Jahr wiederkommen, dann kann es sein, dass ich Ihnen eventuell die Türen öffne. Ma bellezza, apri la porta, ich komme wieder in einem Jahr. Aber lassen Sie sich viel Zeit, bitteschön, ganz viel Zeit. Und lassen Sie sich auch nicht entmutigen, sondern ermutigen von der neuen Liebe, die das Herz braucht. Und damit sind wir bei der Startnummer 14. Freuen wir uns jetzt auf Daniela Merk. Leise fiel die Tür ins Schloss. Und die Tränen, die sie vergoss, galten einem, der war's gar nicht wert. Doch ihr Herz hat immer gehört. Ihre Seele ist wie Tau. Sie hat so lang an ihn geglaubt. Weiß sie doch, sie schafft allein. Neue Liebe braucht das Herz. Und ihre Träume sind himmelwärts. Tief im Innern ist sie bereit für ein Leben voll Zärtlichkeit. Ihr Mut
wer Liebe gibt, der wird einmal auch geliebt. Neue Liebe braucht das Herz und ihre Träume den Himmel wert. Tief im Innern ist sie bereit für ein Leben voll Zärtlichkeit. Wir sind schon beim letzten Lied, beim 15. Ja, und oh la la, das ist ja jetzt auch schon fast fertig, unser Kunstwerk. Sagen Sie mal, haben Sie da nicht ein bisschen was verwechselt? So kann man auch auf der Straße landen. Ich habe immer gedacht, er malt was richtig Italienisches. Trotzdem, danke, Leonardo da Vinci. Da kriegt man richtig klassische Gefühle. Ich höre Chopin, wie unsere Startnummer 15. Und hier ist Maxi Arland. Regen auf dem Fenster, Regen auch in mir. Draußen ist das Lachen und Einsamkeit ist hier. Dein Zug fährt Richtung Süden, dort nicht zu lang. Träume würden sterben, wär nicht das Radio an. Ich hör Chopin und denk an dich. Ich hör Chopin und sehne mich nach dem Gefühl, das mich ins Licht der Sterne trägt. Ich hör Chopin, nicht wie du lachst, nicht wie du mir was Liebe sagst, doch lieber so hör ich dein Herz, das für mich schlägt. Möchte jetzt nur schlafen, fliehen in das Nichts, fliehen von der Ferne deines Gesichts. Ich trink den Wein alleine und atme zu viel Rauch. Dabei will ich nur sagen, dass ich dein Streicheln brauch. Ich hör Chopin und denk an dich. Ich hör Chopin und sehne mich nach dem Gefühl, das mich ins Licht der Sterne trägt. Ich hör Chopin, nicht wie du lachst, nicht wie du mir was Liebe sagst, doch lieber so hör ich dein Herz, das für mich schlägt. Ich weiß, du kommst wieder und ich spür, dass du mich liebst. Doch mein Traum erfüllt sich nur, wenn du in meinen Armen liegst. Ich hör Chopin und denk an dich. Ich hör Chopin und sehne mich nach dem Gefühl, das mich ins Licht der Sterne trägt. Ich hör Chopin, nicht wie du lachst, nicht wie du mir was Liebe sagst, doch lieber sie, hör ich dein Herz, das für mich schlägt. Danke.
Kreis hat sich geschlossen, denn jetzt sind sie alle erklungen, die 15 Lieder eines großen Volksmusikabends. Und diese Musik, die finden Sie auch auf dieser CD. Alle Melodien, die sich heute um die raren Startplätze rangeln, die Deutschland in Südtirol hat, ja, beim internationalen Grand Prix der Volksmusik. Also, liebe Zuschauer, bitte wählen Sie diese vier, die sich dann per Eurovision im wahrsten Sinne des Wortes einem grenzenlosen Fanpublikum vorstellen werden. Und dabei sei nicht vergessen, dass der Grand Prix der Volksmusik nach wie vor ein Wettbewerb für Komponisten und Texter ist. Und denen sagen wir mal ein herzliches Dankeschön für die Träume, für die Gefühle, für die Worte, für die Musik, die uns immer wieder glücklich macht. Und so hören wir uns jetzt diese 15 Titel noch einmal an, und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Und ich bitte Sie, machen Sie mit, geben Sie Ihrem Lieblingslied Ihre Stimme, rufen Sie uns später an, aber jetzt erst einmal alle Titel noch einmal und die Nummer Ihres Favoriten, die notieren Sie sich. Ich höre Chopin. Die Nummer 15, Ich höre Chopin, Maxi Arland. Was Liebe sagst, doch lieber als du, hör ich dein Herz, das für mich schlägt. Meine Liebe, braucht das Herz. Die Nummer 14, Neue Liebe braucht das Herz, Daniela Merk. Nimm dir ab und zu ein bisschen Zeit. Die Nummer 13, Nimm dir ab und zu ein bisschen Zeit, Wolfgang Herrmann. Du bist ein geschenkter Augenblick, wenn Liebe diese Welt regiert. Die Nummer 12, Wenn Liebe diese Welt regiert, Angelina und Andy Wolf. Die Nummer 11, Sackelzement, Münchner Zwietracht. Vergiss mein Herz nicht, wenn du gehst. Die Nummer 10, Vergiss mein Herz nicht, wenn du gehst, Peter Sebastian. Denn die Zeit heilt alle Wunden, gib uns Zeit. Die Nummer 9, Die Zeit heilt alle Wunden, Sibylle. Liebt das Licht ein Sonnenkleid? Eins, zwei, drei, bring mein Herz vorbei. Die Nummer 8, Bring dein Herz vorbei, Tollhaus. Eins, zwei, drei, ruf Gott bis dein Herz zu mir. Die Nummer 7, Angeli delle Montagne, Stefan Mross. Die Nummer 6, Ich will eine Schule im Wilden Westen, Jenny und die Ketchup-Cowboys. Die Nummer 5, Die Madel vom Land, Florian Silbereisen. Und wenn eines sagt, sie liebt dich, ja, dann ist das Liebe pur. Fehlst mir so wie noch nie. Die Nummer 4, Fehlst mir so, Alpin AG. Die Nummer 3, Total romantisch, Katrin und Peter. Die Nummer 2, Ich back mir selber einen Mann, Karina Kim. Ich fahr mit meiner Biene. Die Nummer 1, Ich fahr mit meiner Biene, das Grammophonorchester. Ja, 15 Lieder, und da ist doch eigentlich für jeden etwas dabei. So viel Gefühl und Temperament und Schwung. Also wie gesagt, liebe Zuschauer, jetzt sind Sie dran. Bitte rufen Sie uns an
unter der Telefonnummer 0137 1044 0. Und da hängen Sie die Nummer Ihres Favoriten an. So, jetzt geht es um den wichtigsten Mann des Abends. Wo sitzt der denn? Im Kaffeehaus. Also die Handys sind abgeschafft worden und jetzt, was machen die Herren? Sie schleppen die Computer ins Kaffeehaus. Guten Abend, Herr Denninger. Guten Abend, Caroline. Ha? Schön, dass Sie da sind. Freue mich auch. Spannung da hinten, man hört direkt das Herz klopfen. Man hört es knistern. Aber wir haben jetzt eine besondere Überraschung für Sie, liebe Zuschauer zu Hause. Denn wenn Sie bei uns anrufen, dann kann es Ihnen passieren, dass der Computer Ihren Namen rauszieht. Und dann gewinnen Sie eine Reise nach Meran am 7. September für zwei Personen. Und dann sind Sie mit dabei in diesem herrlich schönen, sonnigen Südtirol. Und ich darf Ihnen sagen, es erwartet Sie wirklich ein super Festival der Volksmusik. Denn zum ersten Mal wird Norbert Rier moderieren, die Eurovision-Sendung. Sie kennen ja den Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen. Also ein Festival wirklich mit vielen Überraschungen einer wunderschönen Gegend. Und die können Sie gewinnen, wenn Sie mitmachen. Und sind Sie da nicht überrascht, wenn eine freundliche Stimme vom ZDF Sie fragt nach Namen, Wohnort und so weiter. Ja, also ich hoffe, dass ich nachher dann, ja, von wo? Vielleicht Norden, Süden, Osten, Westen? Wir sehen begrüßen das. Kann von überall her sein. Ha? Ich würde auch sagen. Und irgendwas schon da? Ja, aber noch viel zu wenig, um was sagen zu können. Wirklich? Wir müssen noch ein bisschen abwarten. Vielleicht mit Musik? Mit Musik? Natürlich nichts leichter, als dass der ganze Abend steht im Zeichen von Musik. Nur, also da bewegt sich doch schon ein bisschen was, oder nicht? Ja, ich kann aber trotzdem noch nichts sagen. Okay, jetzt maß heute ein bisschen mit. Nein, mein Mund, Mein Mund ist versiegelt und meine Hände sind gebunden. Also Sie haben ja längst angerufen, liebe Zuschauer. Also die Leitungen, die glühen bereits. Und wir freuen uns jetzt auf einen jungen Sänger aus Italien, aus dem Land, wo die Zitronen blühen. Und er wird übrigens von dem Team produziert, das Welterfolge für Eros Ramazzotti schon erzielte. Heute Abend hier bei uns, Alessandro Mara. Ah.
Alessandro Mala. So. Herr Denninger, die Plazente, die wachsen ja schon ganz fleißig. Hm? Und die Balken, die bewegen sich aber auch schon. Die bewegen sich schon ganz schön, aber trotzdem, wir haben noch etwas Zeit. Ja, aber wir sind hinter den Kulissen, da ist jetzt die Spannung total. Das kann ich leider nicht ändern, dass das so ist. Es hilft uns alles nichts, aber diese Spannung ist ganz normal. Was? Eine normale Spannung gibt es bei uns nicht. Na, also da hinten, da brodelt's. Aber trotzdem, liebe Zuschauer, rufen Sie uns bitte weiterhin an in dieser italienischen Nacht. Und jetzt freuen wir uns auf Anna-Maria Kaufmann, die jungen Tenöre und alle vier zusammen.
Anna Maria Kaufmann. Dankeschön. Den jungen Ingenieur. Das war wirklich eine Lieblings. Vielen Dank. Und wir, liebe Zuschauer, haben jetzt natürlich den ersten Gewinner. Und zwar angerufen, durchgekommen, vom Computer aufgegriffen, ist Frau Castalenke. Es klingt fast italienisch, aber sie stammt aus Lichtenwalde und sie wird mit ihrer Mutter zum Grand Prix der Volksmusik reisen. Herzlichen Glückwunsch! Wir sehen uns in Italien. Ja, und nach Italien wollen natürlich alle unsere 15 Wettbewerbsteilnehmer. Das heißt, das sind ja alles Gewinner. Denn wenn man aus fast 500 Liedern ausgewählt wird, dann kann man wirklich stolz sein, dass man heute Abend dabei sein durfte. Und ich darf Sie jetzt bitten, nicht mehr anzurufen. Das Rennen ist beendet. Wir haben das Ergebnis. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie die Reihenfolge aussieht bei der deutschen Vorentscheidung zum Grand Prix der Volksmusik 2002. Lieber Manfred Denninger, wie sieht's aus? Wir haben jetzt eine Liste, und zwar die Zahlen links, das waren die TET-Nummern. Und dann fangen wir an mit Platz 15. Die Zeit heilt alle Wunden. Platz 14, bring dein Herz vorbei. Platz 13, ich back mir selber einen Mann. Platz 12, Sackel Zement. Platz 11, fehlst mir so. Platz 10, ich will eine Schule im Wilden Westen. Die 9, die Madeln vom Land, es wird immer spannender. Platz 8, ich fahre mit meiner Biene. Platz 7, vergiss mein Herz nicht, wenn du gehst. Platz 6, nimm dir ab und zu ein bisschen Zeit. Platz 5, Angeli delle Montagne. Und lieber Manfred Denninger, also die letzten vier Bütchen, die darf ich übernehmen. Bitte. Ja, das sind die vier, die mit zum Südtiroler, zum Grand Prix fahren dürfen. Auf Platz 4, total romantisch, Katrin und Peter, Komponist und Texter, Manfred Rossmann. Ja, die Katrin, die hat schon mit 7 Jahren ihrem Peter einen Liebesbrief geschrieben, aber so richtig gefunkt hat es dann ein paar Jahre später. Und jetzt sind sie ein ganz bezauberndes Paar und wir freuen uns immer, wenn sie mit dabei sind. Also, sie haben es geschafft, Katrin und Peter. Dann bitte auf Platz 3. Das ist jetzt wirklich eine Überraschung. Die wird jetzt einen Luftsprung machen. Zum dritten Mal dabei. Daniela Merk, neue Liebe braucht das Herz. Komponist Willi Klüter, Texter Bernd Meinunger. Daniela, so, und es geht weiter mit Platz 2. Platz 2, ja, zum ersten Mal mit dabei eigentlich. Wenn Liebe diese Welt regiert, Angelina und Andy Wolf. Und die zwei sind kein Ehepaar, sind auch keine Geschwister. Die haben sich erst vor kurzer Zeit kennengelernt. Mit dabei die Komponisten natürlich nicht zu vergessen, die müssen mit raus, der Thomas Kessens, Werner Petersburg, der Texter Andreas Burkhardt und Carla Ludwig. Bitte mit auf die Bühne kommen, wenn sie nicht schon da sind, dann ganz schnell bitte kommen. So, und aller guten Dinge sind ja ein Quartett. 4, ich höre Chopin. Maxi Arland. Ja, und der Maxi, der hat ja einmal schon einen Grand Prix absolviert mit seinem Vater, Henry Arland, und seinem Bruder Hansi. Und der Papa, der war ganz schön aufgeregt. Na, denn da haben jetzt alle... Na, ist das nicht wunderbar? Es geht um Komponisten und Textdichter. Aber wenn ich jetzt so die Daniela merke... Jetzt, da, endlich haben wir es geschafft. Der Wahnsinn, ja. Gell? Aller guten Dinge sind 3. Ja, man muss nur dranbleiben. Daniela Merk, endlich dabei. Dann unsere Newcomer, ne? Angelina. Alle haben gesagt, sind die schon verheiratet, sind sie ein Geschwisterpaar. Aber nein, Andy Wolf, wann habt ihr denn euch kennengelernt? Oha, vor einigen Wochen erst. Das ist noch gar nicht so lange her. Das und antreten, kommen, ziehen. War das nicht schön jetzt? Ja, super. Ha, und das sind natürlich die wichtigen Männer im Hintergrund. Herzlichen Glückwunsch. Ist doch toll, wenn man es geschafft hat. Wir sehen uns alle immer. Und der Papa hinter den Kulissen und drückt natürlich die Daumen. Der hat die Daumen gedrückt und die Mama vom Fernseher und der Hansi und meine Freundin. Vielen, vielen Dank. Ich bin überglücklich und ich werde Deutschland gut vertreten. Ich hoffe es, alle 4. Und natürlich 1, 2, euch hatten wir schon.
Sag mal. Das ist ein Wahnsinn. Wir können es noch gar nicht fassen. Vielen Dank für das Publikum. Vielen Dank. Danke an alle. Also wir sehen uns in Italien, aber auch allen anderen ein herzliches Dankeschön. Es sind alles ganz tolle Musikanten. Und liebe Zuschauer, das war dieser Abend die Vorentscheidung zum Grand Prix der Volksmusik. Wir sehen uns wieder schon ganz bald mit So schön ist unser Deutschland am 20. Juni, 20.15 Uhr im ZDF. Aber jetzt sagen wir Ihnen Dankeschön. Ich sag Dankeschön, darf ich dich noch mal wiedersehen? Alles war ja so wunderbar, weil ich fast ein Jahr nur durch dich grenzenlos glücklich war. Und zwar, ich habe einen wunderbaren Strauß von meinem Troubadour bekommen. Das war das Ensemble der Luisenburg-Festspiele. Wunsiedel, ganz nah bei Hof, die seit 112 Jahren Theater spielen. Dankeschön dem Intendanten Pavel Fieber und seinem Team.